Hallo meine Lieben und willkommen zurück in der eiskalten Arktis. Ja, ich bin mal hergegangen und hab mal ein bisschen was gemacht, ein bisschen laufen lassen. Ihr seht, wir haben 37.000 Credits. Denn ich muss jetzt noch hier dieses... Warte mal, was war das hier? Das Gemeindezentrum bauen. Das hatte ich ja abgerissen, weil immer das Geld gefehlt hat. Und bin jetzt hergegangen. Manus hat mir natürlich auch ein bisschen die Arme gegriffen. Und sagte, hier baut einfach noch ein paar Häuser. Habe ich natürlich gemacht. Der gemäßigten Zone. Und jetzt sieht es auch schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir Wissenschaftler anwerben. Müssen wir gleich mal gucken. Upgraden. Beziehungsweise. Glaube, was ich auf jeden Fall bräuchte, wäre erstmal die Molybdänmine und dann die passende Neuromodulfabrik. Die habe ich auch noch nicht gebaut. Das hier ist die Aluminiummine. Das ist die Molybdän. Doch, da habe ich sie schon, seht ihr? Sorry, falls ich dich nerve, aber du musst das bald erledigt haben. Ja, die Konfliktzone. Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Vielleicht in der kommenden Folge. Ich habe auch noch keine Neuromodulfabrik, glaube ich. Moment, ich kann ja gucken. Ja. Doch, habe ich. Habe ich. Habe ich, habe ich. Also ich nehme alles zurück. Wo habe ich die Welt? Etwa das? Ja, natürlich. Das ist sie. Aha. Aber was wir machen könnten, ist größer. Da. Bin ich auf 0. Fischkonserven. Da könnte ich noch eine Erweiterung bauen. Dabei ist das hier schon. Das ist die Konservenfabrik. Da. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So. Und was wir jetzt machen, ist, wir machen hier das Upgrade. Jetzt fehlt uns schon wieder Stromski. Moment, war da der Strom? Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Wie war hier noch? Mine. Hm. Da, und dann mache ich auch ein Upgrade hin. Dann haben wir auch wieder Energie. Ihr seht, es läuft. Wenn auch noch bauen sollen wir abfahren. Dann haben wir viel Energie hier. Hm. Da, und jetzt die Upgrades. Endlich. Da. Mein tief empfundener Dank für alles, was Sie für uns getan haben. Moment, jetzt muss ich grad mal gucken, wo war denn da unten das Upgrade-Fenster? Ja, genau. Wir zum Upgrade brauchen natürlich das aufgeschäumte Aluminium. Das haben wir ja hier. Es ist alles passt also. Zack. Machen wir die auch gleich hier. Ihr seht, wie schnell es auch ansteigt. Echt auch. Sollte es nicht reichen, müssen wir gleich mal gucken. So, mal gucken. Bauen hier Wissenschaftler. Wir brauchen auch so ein bisschen was. Wird aber erst, glaube ich, jetzt gleich freigeschaltet. Okay. Jetzt. Die Pläne für die Raketenstartrampe sind vollständig und ein paar Tests wurden durchgeführt. Lass mal Schmelzer. Können wir mit dem Bau beginnen? Dazu brauche ich Molybdän und Aluminium. Ich habe mit John Rafferty gesprochen und es gibt ein paar Probleme bei der Umsetzung. Was haben wir gesagt? Molybdän und Alumin. So, guck mal, dass wir hier noch eins hinhocken. Ah, da reicht schon wieder, kein Upgrades mehr. Auch unbedingt Petrochemikalien. Hier Wissenschaftler, die haben wir jetzt auch schon genug. Sehen Sie eine Transferroute für Superlegierung von Akaia schon nach Walbrockbecken, genau. Und die kann ich ja noch nicht, weil
Nimm doch mal das. Da kriege ich nämlich die eingesetzten Güter vollständig zurück. Und wir bauen einmal hier das aus. Da habe ich mehr von. Man sieht ja auch anhand, ich habe immer noch genug Strom. So, jetzt bauen wir die in Plastik. Oder hinsetzen. Was cool ist, ihr seht ja, also da decke ich jetzt schon ein relativ großes Gebiet dann auch ab. Deswegen, ob ich es näher ranziehe. Dumm aber was. Metall wie dieses kann neben dem Bau der Startrampe und der Shuttles für viele andere Dinge verwendet werden. Habe ich wieder nicht mehr genug Molybdän. Ja. Das ist gleich so viel verbraucht, ey. Nun ja. Müssen wir mal gucken dann. Wir brauchen unbedingt Petrochemikalien. Unbedingt. Mal gucken, was es hier gibt. Das ist etwas, das wir nicht ignorieren. Da kriegen wir Petrochemikalien. Also. Ursache? Transporterknappheit. Ah, das war das nächste, wo ich mich nicht gekümmert habe. Mir dämmert, was meine Fehler waren. Moment, was kostet das? Ah, seht ihr? Da kriegen wir, glaube ich, auch nochmal ein Plus raus. Ja, natürlich. Guck mal, dass ich das hier vorne ins Eck baue. Plus 8. Sieht's jetzt aus? Jetzt läuft. Seht ihr das? Jetzt läuft. 1A. Wunderbar. Muss keine, doch, aber Petrochemikalien. Ich könnte mal gucken, ob ich noch erledigen muss. Was war das hier? Bringe die Angriffsdrohne an dem Kommandoschiff an, zerstöre die Hunter der Orbitalwatch mit der Drohne. Das machen wir noch. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken. Fährt er jetzt erstmal ein Stück hin? Aber während das hier noch hinfährt, machen wir mal die nächste Aufgabe. Die Transferroute für Superlegierung von Akia Schul nach Walbrook Bank. Also klicken wir hier unten, wie das letzte Mal auch schon, auf Transferrouten. Wählen aus, was wir wollen. Arktis. Und das hier runter. Ach ne, erstmal von da nach da. Tätigen. Komplett. Ne, ich mach mal 4. Reicht. So ist es gut. Die Metalllieferungen kommen jetzt regelmäßig rein. Phase 3 ist in Reichweite. Aber es ist eine Mammutaufgabe, alle Teile ihres Raumfahrtprogramms zu koordinieren. Sie werden einige Verantwortlichkeiten abgeben müssen, ob sie wollen oder nicht. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich denke, sie sollten wie folgt vorgehen. Ich mag die Art, wie sie ihre Geschäfte abwickeln. Ich hatte gehofft, sie hier anzutreffen. Und jetzt hoffe ich, dass Sie an einem kleinen Projekt teilnehmen möchten. Roger. So, so machen wir das. Werben Sie Manager in der gemäßigten Region an. Erstellen Sie eine Transferroute für Neuroimplantate. Das können wir natürlich auch gleich mal machen. Wie sieht es denn aus? Wir kriegen 8 Neuroimplantate rein. Von denen könnte ich ja mal 4 nach unten verschiffen. Machen wir das doch mal gerade noch. So, neue Transferroute. Neuroimplantate hier runter. Ach. Und wieder gefailt. Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Neue Transferroute. Neuroimplantate. Von hier nach hier. Dann machen wir 6 Stück. Schnelle Datenverarbeitung ist für Ihr Bodenpersonal äußerst wichtig. Gut, dass Sie mitgedacht haben. Das ist auch das eine der Sachen, die mich überhaupt stören. Dieses Wechseln zwischen den zwei Regionen, dass das immer mit Ladezeiten verbunden ist. Und das nicht wenigen. Also das dauert ja relativ lang. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Oh, guck mal, das können wir upgraden. Ja, die können wir upgraden. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Firmenstufe gestiegen. 20 Grafen, 16 Petrochemikalien. So muss es auch. So, V kurz gedrückt.
wollen jetzt Sicherheit, wenn ich erinnere. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Erstmal brauchen wir Algenfarmen. Edikzellen, Inkubatoren. Dann das. Die Algenfarm gucken wir mal schon. Bauen wir hier hinter die Straße. Dann das. Ein Schritt näher zur Unsterblichkeit. Und ich rede nicht nur von dem Wundermittel, das sie entwickelt haben. Sie werden in ihren Taten weiterleben. Da mache ich Sündzellen zu wenige. Da muss ich noch ein paar herstellen. Also, weitest. Gute Systeme sind die halbe Miete. Mal noch eins. So, und jetzt muss ich hier mich auch schon wieder upgraden. Und ein Logistikzentrum. Hätte schon gereicht. Egal. Wie gut hast du? Wir sind im Plus überall. Werben Sie Manager in der gemäßigten Region an. Mir fehlen doch noch, um Manager zu haben. Ja, mal gucken. Ich habe keinen Anlass für Beschwerden. Gib mir doch noch die Sicherheit. Da sehe ich das falsch. Hallo. Möchten Sie was mit mir besprechen? Jo, keine Ahnung. Kann es euch nicht mal sagen. Aber wir gehen nochmal schnell zurück in die Arktis. Die Folge dann rum ist und gucken, was ich habe ja da das Schiff runtergeschickt und bin dann einfach weggegangen. Du hast dir wirklich Zeit. Koordinaten bestätigt. Na, wie geil. Muss ich wieder hochfahren. Läuft. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wenige Vitamindrink. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, mir kommt nicht genug an. So, das mal erhöhen gleich. Jetzt hängt die erst dran, ey. Verstanden. Läuft bei mir. Wie sieht's denn sonst so aus? Moment. Also, uns fehlt hier auf jeden Fall ein Vitamin. Moment, dann gehen wir. So. Kann ich 4 rüberschicken? Dann fehlt da unten. Egal. Dann machen wir doch gerade mal 6 draus. Verarbeiten dann den Rest. Also und erhöhen unten jetzt gleich dann die Ausbeute. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir hier machen. Vor allem, wie sie überhaupt nicht wären. Ach doch, sie stehen sogar zurück. Anthony Goodwin, Minister für transatlantischen Handel. Es ist meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihr Unternehmen jetzt auf dem Weltmarkt gelistet ist. Kommen Sie in mein Büro, dann besprechen wir die Details. Haben wir es schon gekriegt? Ja, haben wir 51. Danke. So, weil es so schön ist,
Holen wir uns jetzt noch die Sachen, die ich wieder abgebaut habe, unter anderem die Energieversorgung. Hier kommt noch eine weitere Alu. Hier eine weitere Molybdän-Abbau. Da. Geht natürlich auch unsere Kreditbilanz runter, weil das relativ teuer ist. Aber, wie gesagt, wir haben mehr Rohstoffe. Ja, das sieht gut aus. So. Ja. An dieser Stelle beenden wir mal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich weiß, ich bin etwas verpeilt heute. Keine Ahnung warum. Und, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.